Hallöchen, ich habe es leider nicht geschafft, in dem ganzen Vorproduktionsstress ein Infovideo, ein ansprechendes Infovideo, so muss ich es formulieren, zur Gamescom-Zeit zu erstellen. Für alle anderen Videos habe ich genug Zeit gefunden, da habe ich viel Schnitt, viel Liebe und viel Erotik reingesteckt, also da werdet ihr eure gewohnte Qualität über die nächsten Tage reingeballert bekommen, da habe ich schön vorproduziert, wirklich kleiner... Habt ihr das gehört? Ich klopfe mir auf die Schulter. Ist wirklich grandios. So, aber das mit dem Infovideo habe ich leider nicht mehr geschafft. Ich habe ja schon ein größeres Infovideo zu Last Man Standing gemacht. Also das kann ich abhaken. Das werde ich auch in der Beschreibung nochmal verlinken. Aber es gibt noch so ein, zwei andere Termine. Es sind gar nicht so viele. Ich habe trotz allem irgendwie total den Überblick verloren und hoffe, dass ich das jetzt alles hier noch schnell halbwegs an euch rausgetragen bekomme. Denn der Delay-LP, der hat ein Infovideo hinbekommen. Und da werde ich einfach gleich schlecht drüber synchronisieren. Ich klaue ihm das also einfach. Ich bin da einfach mal so dreist und bringe keinen eigenen Content in diesem Fall, sondern synchronisiere da schlecht drüber. Wem dieser ganze... Schlawiner-Schlamünzel-Scheiß hier ein bisschen zu viel ist, der checkt einfach die Beschreibung aus, da werde ich alles textlich nochmal zusammenfassen. Ich hoffe einfach, dass das alle Termine sind und dass sich da nicht irgendwie irgendwo noch kurzfristig was ändert oder ich vielleicht irgendwo anders nochmal zu sehen bin. Falls dem so sein sollte, behaltet bitte, wenn ihr mich sehen wollt, Facebook und Twitter im Auge. Da poste ich dann sowas irgendwie noch im Notfall. Und ansonsten gilt wie immer auch die goldene Regel, wenn ich nicht gerade mit 180 km/h über die Messe sprinte und ihr mich irgendwo erwischen solltet, einfach anlabern, im Regelfall beiß ich nicht, sondern hau ich nur direkt in die Fresse. Also dann im Regelfall ist alles in Ordnung. Eine wichtige Frage gibt es noch zu klären. Jetzt ist das doch irgend so ein Infovideo geworden. Ich rede ja schon wieder eine halbe Ewigkeit. Eine Frage gibt es noch zu klären und zwar Video Days. Ich werde mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht auf den Video Days sein. Das hat verschiedene Gründe, die ich jetzt hier nicht irgendwie groß ausbreiten möchte. Ich sehe das einfach dieses Mal irgendwie nicht als Event, das ich noch mit reinschieben will. Die Gamescom ist diesmal so mein primäres Dingens, auf dem ich sein möchte. Meine Fresse, ist das jetzt holprig ausgedrückt. Und es hat auch wirklich jetzt nicht irgendwie was damit zu tun, dass ich irgendwem da meine Person auf den Videodays wegnehmen will. Aber ich wurde ja auch nicht offiziell angekündigt oder habe offiziell zugesagt. Und das hatte eben den Grund, dass ich gar nicht hingehen werde, weil einfach auch schon so genug los ist. Und ja, das muss man jetzt nicht irgendwie noch größer weiter ausführen, denn dafür ist das Video nicht gedacht. Jetzt gibt's krasse Action mit eurem Delay-LP, der euch meine Termine erklärt, die lustigerweise genau die gleichen sind wie, also seine, so, ne? Ihr versteht die Idee. So, ja. Hallöchen, hier ist mal wieder euer Delay-LP im weißen Hemd, das ich mir von meinem Papi geklaut habe. Da steht Gamescom, das habe ich gerade eingeblendet. Ja, und ich erzähle euch heute, wo der Kedos denn... Jetzt habe ich gerade gar nicht geredet, aber ich bin Bauchredner. Das ist ein richtig krasser Skill, den ich habe, seit ich 3 Jahre alt bin. Ja, sieht wie folgt aus. Hört mal zu. Der Kedos, der hat Termine und die sind lustigerweise die... Oder war ein Schnitt? Die gleichen wie ich. Und am Donnerstag, am 6.8. von 10 bis 12 Uhr in Halle 10.1, das ist auf der YouTube-Bühne, der Kedos und ich sind da und der schleift mich da mit und dann machen wir so Autogramme oder irgendwie so ein Zeug, so Unterschriften, ne? Ha, ist ein witziges Ding. Und ich baue wirklich ziemlich viele Schnitte in mein Video ein, wodurch das schwierig wird, da irgendwie drüber zu reden. Aber es ist schon in Ordnung, ja, weil ich bin ein krasser Typ und so sieht's eben aus. Also, den Termin merkt ihr euch schon mal. So, der nächste Termin, den wir da gleich haben, der ist am Tag danach, am Freitag, dann kommt nach Donnerstag und nach Freitag kommt Samstag. Ist das richtig? Ja, ich glaube, okay. 7.8. 16.30 Uhr bis 18 Uhr und da ist das dann mit Paluten und Sturmwaffel zusammen und da passieren ganz viele lustige Dinge, für die wir noch nicht genug geplant haben, aber es wird bestimmt irgendwie voll lustig. Winnie Pooh, 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 Winnie Pooh. Ja, Winnie Pooh. So, da habe ich nochmal was eingeblendet. Das ergibt aber keinen Sinn in dem Video hier, sondern nur in dem Originalen. Ha, hui, lustig. Ja, schön. Okay, jetzt habe ich hier noch das Wetter. Nee, doch, es ist Samstag. Samstag ist auch noch ein Termin. Und zwar, das ist der, hier, blend mal ein, 8.8. Ja, genau, 15.30 Uhr bis 16.15 Uhr. Das Last Man Standing Warm-Up, auch auf der YouTube-Bühne. Mensch, findet ja alles auf der YouTube-Bühne statt. So wie, hallo? Penis? Ja? Nein? Okay, gut. Tschüss, Weihnachtsmann. Ich weiß nicht. So. Und dann gibt es noch einen wichtigen Termin. Hier, da wird nochmal was eingeblendet. Hallo? Das wollte ich gar nicht. Hallo, okay, Gesichter, Menschen, Schreien, ja, das ist wohl Last Man, Last Man Standing, so, das ist ein Ding. Ja, dazu hat der Kedos eigentlich schon ein Infovideo gemacht, ein größeres, um 20 Uhr in Halle 1 ist Last Man Standing, da gibt's immer so ein Ding, da kann man sich so Tickets kaufen und zuschauen und
Da schaut euch besser einfach mal das andere Infovideo vom Kitos nochmal an. Da hat er das ein bisschen genauer erklärt, aber das ist so das größte Event und da werde ich mich im besten Fall vielleicht auch nicht ausziehen, aber möglicherweise anziehen. Ja, ein Finger, zwei Finger, drei Finger. Kein fünf Finger, weil bis vier kann ich nicht zählen, das habe ich nicht gelernt, als ich damals, ja, ich wisch mal kurz irgendwas weg. Scheibenwischen. Scheibenwischen ist ein tolles Hobby. Ja. So, an der Stelle ist das Infovideo eigentlich auch schon zu Ende, weil alle Termine wurden ja zusammengefasst und der Kedos hofft nach wie vor, dass das wirklich auch alle Termine sind. Ich habe die ihm zusammengeschrieben. In Wirklichkeit bin ich seine Sekretärin seit dem Sandkasten. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. So. Hallo? Hört mir noch jemand zu? Ja, mir hört noch jemand zu. Da habe ich nochmal kurz die Hand in die Kamera gehalten, weil ich wollte nochmal kurz zeigen, dass ich wirklich schöne Hände habe. Und letztes Jahr hatte ich auch schöne Hände, aber nicht richtige schöne Hände. Und das ist schon alles in Ordnung. Ansonsten, das sind jetzt eigentlich alle Termine. Checkt nochmal die Beschreibung aus. Und das Infovideo hier war wirklich informativ. Und mein Kanal ist die LP. Und da mache ich auch mal Videos. Nicht immer in so einem, das ist gar kein Hemd, fällt mir so eben auf. Das ist ein weißes Poloshirt. Das ist, wow. Oh, da habe ich kurz, hat er das gesehen? Ich habe einmal mein linkes Auge zugemacht und das können nicht jeder Menschen, das können nur manche Menschen. Hallo, ja, habe ich schon gemacht. Begrüßt habe ich mich schon. Nachdem man sich begrüßt, sagt man im Regelfall irgendwann auch mal Tschüss. Das waren schon wieder zu viele Schnitte. Gut, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Checkt alle Termine aus und vielleicht sehen wir uns auf der Gamescom. Oder vielleicht auch nicht. Ne? Hier, tschüssi.